Bevor ich auf die Zentrifugalkraft eintrete, mache ich zwei Bemerkungen. Eine zum Kraftbegriff und eine zum Trägheit. Diese Situation führe ich ein positives Koordinatensystem, also eine positive Koordinatenrichtung ein in diesem Fall. Und dann kann ich sagen, der Faden ist gespannt, also fließt hier drin ein Impulsstrom in negative Richtung. Wenn ich jetzt diesen Strom vervollständige, dann kann ich sagen, aus der Mutter fließt dauernd Impuls weg, im Faden nach oben, in den Stützen nach unten und dort, wo der Impuls vorwärts fließt, eben in den Stützen, da gibt es Druckbelastung, dann über Wagen und Räder an die Erde weg. Wie entsteht nun eine Kraft? Eine Kraft entsteht erst, wenn ich ein Objekt freischneide. Ich schneide mal die Mutter frei und dann ist die Kraft definiert als Impulsstromstärke bezüglich eines Systems. Also hier, wo der Impuls abfließt, da markiere ich die Stromstärke mit einem negativ gerichteten Kraftpfeil. Als nächstes schneide ich den Faden frei und dann markiere ich den Zufluss als positive Kraft oder ich markiere die Stärke des zufließenden Impulsstromes mit einem positiven Kraftpfeil. Da, wo der Impuls abfließt, da gibt es natürlich einen negativ gerichteten Kraftpfeil. Ich könnte jetzt diesen Faden in 100 Teile zerlegen und ich bekäme 200 Kräfte. Das heißt, eine Kraft ist wirklich nicht objektiv, sondern entsteht durch die Schnittoperation. Die rote und die blaue Kraft, also diese beiden Pfeile, die markieren den gleichen Impulsstrom oder die Stärke des gleichen Impulsstromes an der gleichen Stelle, beziehen sich aber auf zwei verschiedene Körper. Das nennt man Aktion gleich Reaktion. Die Frage ist, woher kommt dieser Impuls, den ich ja beobachten kann, wie er abfließt? Er macht sich ja bemerkbar durch die verschiedenen Deformationen. Nun, in diesem Fall weiß ich eben, dass der Impuls zufließt übers Gravitationsfeld. Und diesen Zufluss oder die Stärke dieses Zuflusses, die markiere ich mit einem Pfeil und sage dem Gewichtskraft. Die Gewichtskraft ist also eine gravitativ bedingte Impulsquelle im Innern eines Körpers. Soweit zum Kraftbegriff. Es gibt zwei Sorten von Kräften. Es gibt die Oberflächenkräfte und es gibt die Gewichtskraft, die man nicht direkt nachweisen kann. Jetzt noch eine Bemerkung zur Trägheit. Dieses Bild ist auf meinem Dachboden aufgenommen worden und da weiß ich natürlich, es gibt eine Erde und es gibt ein Gravitationsfeld der Erde und es gibt eine Wirkung, Masse mal Gravitationsfeldstärke. Das ist bekannt. Die gleiche Situation könnte aber in einem Raumschiff entstehen, das weit weg ist von jedem Himmelskörper, aber mit 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat nach oben beschleunigt wird. Und dann kommt der Impuls nicht aus dem Gravitationsfeld der Erde, sondern er kommt direkt aus der Mutter. Denn die Mutter hat eine abnehmende Geschwindigkeit. Abnehmend im Sinne der reellen Zahlen. Das heißt, wenn ich bei 0 starte, im Bezugssystem, das ich gewählt habe, dann wird ja bei einem Start nach oben die Geschwindigkeit immer negativer und die Mutter muss dann zwangsmäßig Impuls abgeben und dann habe ich die gleiche Situation wie hier, aber der Impuls kommt nicht übers Gravitationsfeld, sondern er kommt direkt aus der negativ beschleunigten Mutter. Und das ist der Kern, den ich jetzt weiter verfolge. Ich habe jetzt hier diesen Wagen auf einer Kreisbahn herumgeschickt und dann sieht man, wie diese Mutter da am Faden nach außen wegdriftet. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Ansichten für diesen Fall. Die erste Ansicht, die kommt vom Stationsvorstand und der sagt, ja, da gibt es sicher mal diese Kraft.
FS, also ich rede jetzt wieder von Kräften, weil das mit den Impulsströmen wäre jetzt ein bisschen komplizierter, hat also diese Kraft, die kann man messen, kann man eine Federwaage einfügen oder irgendein Kraftmessgerät. Zweitens, der Stationsvorstand, der lebt schon lange auf der Erde und der weiß, es gibt hier eine Gewichtskraft, Masse mal Gravitationsfeldstärke, wobei die Gravitationsfeldstärke immer konstant nach unten gerichtet ist. Dann kann er sagen, die Summe aller Kräfte, das ist die Impulsbilanz, ist gleich Masse mal Beschleunigung, streng genommen die Beschleunigung des Massenmittelpunkts des beobachteten Objekts. Weil das hier eine Kreisbahn ist oder näherungsweise eine Kreisbahn, kann er sagen, die Beschleunigung ist rein normal, nämlich v² durch r. Weil ich das vektoriell schreibe, habe ich hier Minus und das ist der Einheitsvektor r, Vektor durch r. Das heißt, die Beschleunigung zeigt nach innen. Der Betrag der Beschleunigung ist v² durch r. Nach dem Grundgesetz der Mechanik oder eben der Impulsbilanz muss die resultierende Kraft nach innen zeigen. Ich kann diese Kraft jetzt hier einzeichnen und sagen, die Kraft plus die Kraft ist gleich resultierende Kraft. Ich habe hier noch eine Umformung vorgenommen, das heißt, ich kann V durch R noch als Winkelgeschwindigkeit schreiben. Ich kann jetzt aus dieser Skizze die Größe der Seilkraft sogar rechnen, wenn ich zuerst einen Winkel einführe. Ich nehme den Winkel zwischen Seil und Vertikalrichtung. Dann kann ich sagen, Seilkraft mal Cosinus von diesem Winkel. Das gibt dann die Vertikalkomponente der Seilkraft. Die muss zwungenermaßen gleich sein wie die Gewichtskraft, damit vertikal keine Beschleunigung stattfindet. Die Seilkraft horizontal, also die Horizontalkomponente der Seilkraft, ist Seilkraft mal Sinus Alpha, der Sinus Alpha, und das ist eben immer noch Masse mal Beschleunigung. Jetzt kann ich die beiden Teilgesetze des Grundgesetzes durcheinander dividieren und dann, wenn ich also die untere Zeile durch die obere dividiere, dann gibt es den Tangens, Sinus durch Cosinus gibt den Tangens und dann bekomme ich m mal g durch m mal a, die Masse hebt sich weg. Wenn Omega 0 ist, dann ist auch der Tangens und somit auch der Winkel 0, dann hängt der Faden vertikal. Das ist die eine Betrachtungsweise, das ist diejenige quasi von Newton oder die man normalerweise machen sollte. Jetzt gibt es eine zweite Betrachtungsweise. Das ist die Betrachtungsweise des Schaffners, der in der Schweiz immer noch Kondukteur heißt, glaube ich. Der schaut sich die Situation an und für den gibt es ja keine Beschleunigung. Es gibt zwar eine Seilkraft, es gibt, das Wissen hat er mitgenommen auf den Zug, es gibt eine nicht direkt messbare Gewichtskraft, aber in seinem Bezugssystem gibt es ja keine Bewegung, folglich auch keine Beschleunigung. Also ist für ihn in seinem System, in seiner Welt, die resultierende Kraft gleich Null. Um das Gleichgewicht zu retten, das er ja quasi von der Kinematik her haben muss, führt er jetzt eine Zentrifugalkraft ein. Und die zeigt jetzt nach außen, die muss betragsmäßig genau gleich groß sein wie die resultierende Kraft seines Kollegen des Bahnhofvorstandes. Deshalb ist sie auch betragsmäßig natürlich gleich m Omega Quadrat und dann statt minus r ist es eben r nach außen. Die Frage, gibt es Zentrifugalkraft? Die muss man so beantworten, dass es erstens mal Kräfte in der Mechanik ja auch nicht einfach gibt, ohne Schnittprinzip, aber dass die Zentrifugalkraft eigentlich eine Verallgemeinerung der Gravitation ist, aber nur für diejenigen, die auf dem rotierenden, also auf dem mitrotierenden System sich befinden. Ich möchte diese Idee jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, nämlich in Richtung Relativitätstheorie. Das scheint mir nämlich noch
fruchtbar zu sein. Ich habe also hier wieder die Seilkraft. Und wenn der mitfahrende Kondukteur oder der Rangierarbeiter oder was der ist, wenn der ja keine Erfahrung mitnehmen würde von der Erde, sondern der hätte immer auf diesem Zug gelebt und der würde immer im Kreis herumfahren, dann würde er da nicht eine vertikale Gewichtskraft einführen, sondern er würde eine solche Gewichtskraft einführen, weil für ihn war ja das Statik und in der Statik haben wir eine Seilkraft und eine Gravitationskraft, die man nicht direkt messen kann. Für ihn wäre also ein anderes Gravitationsgesetz gültig, nämlich Masse mal eine Gravitationsfeldstärke, die sich mathematisch zusammensetzt aus der Gravitationsfeldstärke, die man von außen sieht, also die der Bahnhofvorstand auch postuliert, plus sein Beitrag Omega Quadrat mal R. Das heißt, wir haben also eine Komponente nach unten und eine Komponente nach außen. Und diejenige nach außen, das ist jetzt der Zentrifugalanteil dieses verallgemeinerten Gravitationsfeldes. Und je weiter außen das Fahrzeug fährt, mit gleicher Winkelgeschwindigkeit, also gleich lang für eine Umdrehung, desto stärker wird dieses Feld. Also wenn jetzt dieser Bahnarbeiter hier auf einem Karussell leben würde, dann hätte er also in der Mitte ein G nach unten und je weiter außen er ist, desto mehr neigt sich dieses Gravitationsfeld nach außen. Ich habe das hier noch mit einem anderen Gegenstand versucht. Ich habe hier ein Wasserglas rotieren lassen, dann sieht man hier den Pegel, wie er ansteigt. Also an Technikum Winterthur hatten wir da ein anderes Experiment. Man hat da ein Karussell und lässt dann das Wasser rotieren und dann sieht man dieses Paraboloid. Das ist genau die Folge dieses verallgemeinerten Gravitationsfeldes. Sogar Pflanzen kennen dieses Gravitationsfeld. Also wir haben so ein schnell wachsendes Gras wachsen lassen in einem Topf auf einem rotierenden Scheibe. Ich glaube, es war ein alter Plattenspieler. Und dieses schnell wachsende Gras, das wächst negativ geotrop. Das heißt, die Halme gehen einfach gegen das Gravitationsfeld. Und dann sieht man, auch die Pflanzen sind der Meinung von Einstein, dass das Gravitationsfeld je nach Beobachtungsposition eine andere Struktur hat. Hier noch ein Bild aus dem Internet. Wenn die Erde nicht rotieren würde, wäre sie mehr oder weniger eine Kugel, also in erster Näherung eine Kugel. Weil sie rotiert, ist sie ja abgeplattet und bildet nicht genau eine Ellipsoid, aber näherungsweise. Es wird hier immer noch mit Kräften argumentiert, aber man kann sagen, es gibt auf der rotierenden Erde jetzt ein Gravitationsfeld der Masse und überlagert gibt es ein Gravitationsfeld wegen der Rotation. Das ist das sogenannte Zentrifugalfeld. Und so steht es auch in Wikipedia, dieses Eigenfeld der Masse plus das überlagerte Zentrifugalfeld, die bilden dann ein Gesamtfeld und vor allem das Wasser stellt sich dann immer tangential zu diesen Feldlinien oder eben parallel zu den Potentialen. Das sind sogenannte Äquipotentialflächen auf der Erde. Man muss also hier nicht über Kräfte reden, sondern man sollte eigentlich über Feldstärken reden und sollte die Zentrifugalkraft als Zentrifugalfeld einbauen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Es gibt Oberflächenkräfte. Das sind Impulsstromstärken bezüglich eines Körpers und die Impulsströme kann man messen aufgrund ihrer Verformungswirkung. Zweitens, es gibt eine Gravitationskraft im Sinne einer Impulsquellenstärke. Das heißt, der Körper nimmt räumlich Impuls auf oder gibt ab. Das ist so ein Vektor, da muss man immer mit einem Koordinatensystem arbeiten.
Und es gilt das Äquivalenzprinzip der Relativitätstheorie. Das heißt, wenn ich auf einem massiven Körper bin, der rotiert, und das sind wir ja auf der Erde, dann haben wir zusätzlich ein Zentrifugalfeld, das mit R mit dem Abstand zur Achse wächst und proportional zu der Winkelgeschwindigkeit im Quadrat ist. Man muss aber bedenken, wenn man auf das rotierende Bezugssystem geht, habe ich ja jetzt gemacht, dann gibt es nicht nur eine Zentrifugalkraft, das ist nämlich eine statische Kraft, es gibt auch noch eine dynamische oder kinematische Kraft, die Corioliskraft. Sobald man sich nämlich im rotierenden System bewegt oder sich ein Körper bewegt, tritt noch eine zusätzliche Kraft aus, eben diese Corioliskraft. Zum Schluss noch etwas über das, was eben gemacht wird. Und das ist nun wirklich nicht optimal. Oft sieht man einen Satelliten, der auf einer Kreisbahn rumläuft, und dann werden eine Gewichtskraft und eine Zentrifugalkraft eingeführt. Und damit tut man Newton Unrecht. Der Newton war ja der Erste, der die Zentrifugalkraft ja abgeschafft hat, damit er seine Theorie bauen kann. Also in der Newtonschen Mechanik, wo man ja mit absoluten Räumen und absoluter Zeit arbeitet, da nimmt man für dieses Problem ein Koordinaten- oder ein Bezugssystem, das mit der Erde mitbewegt ist, aber nicht rotiert. Nur so kann ich die Vielfalt der möglichen Bewegungen auch erklären, denn eine Kreisbahn tritt praktisch nie auf bei Satelliten. Die haben immer eine leichte Abweichung, und dann sollte man nicht ein rotierendes System einführen, das mit dem Satelliten mitgeht. Das ist sehr künstlich. Wenn man einen Raketenstart modellieren will, das habe ich auch schon mit den Studierenden gemacht, wirklich von der Erde aus am Äquator, am Start einer thermischen großen Rakete, also zum Beispiel Saturn V, modelliert und nachgerechnet, da muss man natürlich auf die Erde gehen, denn der Luftwiderstand, der lässt sich nur auf der mitrotierenden Erde rechnen. Und wann denn der Satellit einmal oben ist, dann wirken halt Gewichtskraft, Zentrifugalkraft und Corioliskraft. Anders kann man das Problem nicht lösen.